Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zum Topspiel der spanischen Liga. BBBV. Ich muss unbedingt mal gucken. Also, wenn das einer weiß, wofür diese Abkürzung dort steht, kann er das ja gerne mal in den Kommentaren lassen. Dann werde ich das vielleicht mal streichen. Vielleicht kann er mir sogar sagen, was auf Spanisch zum Beispiel heißen tut. Herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde. Das könnte ich ja demnächst mal auf Spanisch sagen. Das wäre doch mal was. Oder was sagst du, Joey? Ja, sagst du einfach Hola, Zockerfreunde. Nee, hola Hispaniola. Nee. So, kommen wir mal wieder zurück hier zu unserem Spiel. Ja, wir haben uns das Spiel Real Madrid mit dem kleinen Schmiegeltanzel Özil und unser Gegner ist Atletico Bilbao. Wenn mich jetzt nicht alles irrt, und ich hatte gerade eigentlich noch in der Liste geguckt, steht Atletico Bilbao auf dem 4. Platz. Und ich glaube Real Madrid auf den 6. Das ist also ein spannendes Spiel. Real definitiv hier gewinnen will, um wieder in den Plätzen aufzusteigen. Aber auch Bilbao will sich da nichts bieten lassen. So, gleich mal zu den Aufstellungen. Ich habe Isco jetzt hier mit der 23 zu sehen. Habe ich mit reingenommen in den Kader. Mehr hatte sich da, glaube ich, auf der Seite von Real Madrid nicht geändert. Modric war ja bei mir auf der letzten auch gewesen. Jetzt sehen wir Atletico Bilbao. Hat sich da irgendwas geändert, Joey? Ja, doch, relativ viel, aber genau weiß ich jetzt auch nicht. Hatten wir schon vor ein paar Tagen jetzt gleich gemacht, ne? Wir sind jetzt dazu nicht gekommen, gab ein paar Internetprobleme im Raum Düsseldorf und von daher, aber das soll jetzt nicht mehr das Thema dieser Folge sein. Bei mir ist es ein blauer, weißer Ball und Özil, ja. zack. Naja, wie immer bekomme ich die schlechte Mannschaft, ne? Wie so oft eigentlich. Boah, da wurde Özil aber um. Und Modric! Boah, Modric! Da gleich bei der ersten Chance. Oh. Irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, als ob. Ah, das habe ich geahnt. Als ob so ein wenig gerade bei mir ruckeln tut. Also so. Boah, was war das denn da? Für einen Granatenburner. Claudio Benzema! Ach, Claudio. Marcello kann da gerade noch so zum Einwurf das Ding retten. Oh, geh jetzt mal so kreiselweise! Na, was machst du denn da, Abeloa? Ach nee, du, das ist ja hier schon mal wieder so ein ganz spannendes Spiel. Da fängst du doch glatt schon gleich an zu schwitzeln. Boah. Nee, da kommt Claudius nicht mehr an. Claudius Benzema. Schön gemacht von Abeloa. Oh, Tim Maria! Was machst du denn da? Ja, ist doch hier wieder ein
Ah, sehr schön nochmal gerettet. Ey. Ja. Ach, jetzt komm, das war doch nichts gewesen. Ach, Özil hat doch da gar nichts gemacht, ey. Ach, das gibt's doch nicht. Ah, kriegt der auch noch eine Ecke, Mensch, ist Kinder nochmal, du. Jetzt kommt eine wunderschöne Ecke. Und er kommt hier wieder mit seiner ultimativen, nichts aussagenden Ecke. Ja. Ja, okay, dann machen wir uns den später. Mensch, ist Kinder nochmal, Alter. Der Tricksen? Ne, der kann nichts. So. Boah. Alter Schwede da. So, immer noch 0:0. No, nee, Claudio. Claudios Benzimaro ist so, wird das hier nix. Nicht. Ja, der geschlagene Özil, wie er sich da ruhig macht. So, 37. Minute. Der Mehmet, der Manuel, wie ich ihn schon mal genannt hatte, der Manuel Özil, bringt hier den angeschlagenen Verein. Na, dankeschön, sag ich da mal. Kennst du schon den hier? Ja. Scheiße, Alter. Boah! Ah, den kannte ich schon. Ja, kriegen wir den auch. Ah, oh, jetzt kommt er schon wieder hier mit seine. Ah, ein bisschen zu früh. Nee, 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 nicht so früh. Ja! Ach. Ach, nee, du. Aber was für ein schöner Angriff. Muss man ja sagen. Also Atletico Bilbao versucht hier auf jeden Fall nochmal. Vor der Halbzeit. Das war nochmal ein Burner-Schuss. Hier definitiv nochmal schnell das zu machen. Aber wir gehen erstmal in die Halbzeit. Real Madrid führt gegen Atletico Bilbao 1:0. Und ja, wir hören uns dann gleich wieder. So, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Topspiel der französischen, wollte ich gerade sagen. Der spanischen Liga. So, und jetzt Cristiano Ronaldo. Marcello! Sehr schön gemacht in Zusammenarbeit von David Luiz, wollte ich auch gerade sagen. Ich hab's jetzt irgendwie mit den Namen. Also ich hoffe, das ruckelt jetzt so. Ja, der war schon. In der Auflösung nachher, in der Aufnahme nicht so doll. Oh Leute, mir helfen.
Ja, Isco. Isco, Isco. Tja. Das sieht man auch nicht sehr häufig. Da hat ihn sich Abolua ein wenig zu weit hingelegt. Ah, da wird jetzt mal ein bisschen auf Sicherheit gespielt. Zier denkt, das was ihr könnt, kann ich auch. Ey. Hey, war nichts gewesen. Ah, der war ein bisschen zu steil für Claudius, Julius, Cesarius, Benzemaus, wie er auch von Freunden genannt wird. Na. No! 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 Na 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 na! Was für ein super spannendes Spiel! Der versucht es hier wieder. Wieder zu früh, oh komm schon. Nein! Oh. Weiter rein. Oh. Mensch, ist Kinder normal hier. Ah, ich wusste doch, dass du das machst. Ja, meinst du? Oh, leck mich doch nicht wechseln, Alter. Ey, schieß dich doch. Da war nichts gewesen. Ja, da war ein ganz klarer Call. Isco! Mann, ey! Was für ein Bombenschuss! Und es sind wieder viel zu wenige. Er kommt vom Schiedsrichter. Sehr schön gemacht von Claudio Benzemaus und kann er sich da durchsetzen. Er ist dann wirklich auf den letzten Metern wirklich, das finde ich immer so übelst unrealistisch, dass er dann immer wieder auf den letzten Metern dann die Pumpe verliert. Ja, und ich gewinne hier kaum in FIFA 13 im Kopfballturnier. Ja. Oh nein, den hatte ich eigentlich ganz anders vorgehabt. Ja, ich mach das so wenig mit den Salopp-Dingern, weißt? Salopp? Ja, mit den Überziehern. Leck mich doch an die Fetzen. Wow, das tat weh. Oh, schöne Attacke. Ja. Tja, und somit endet dieses ultra spannende Spiel, auch wenn wir uns hier sehr viel konzentrieren müssten. Mit einem 1:0 für Real Madrid gegen Atletico Bilbao war noch ein sehr spannendes Spiel. Und, es wäre eigentlich auch, da gebe ich ganz ehrlich recht, es wäre auch sehr verdient gewesen, wenn es hier ein Unentschieden, also ein 1:1 gegeben wird. Denn Atletico Bilbao hat wirklich alles versucht, um hier noch den einen Punkt sich mitzunehmen und sind nachher am Ende
bei der Abwehr von Real gescheitert. Schönes Spiel. Es war der dritte Spieltag in der spanischen Liga. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Daumen hoch und ein Abo wäre auch schön. Bis die Tage, sagt Dewey Zocker und meine Wenigkeit. Bis dann. Ciao, ciao.